Sie ist verführerisch und verhängnisvoll. Sie ist Glücksverheißung und Lebensbedrohung in einem. Die Femme Fatale in der Kunst. Immer wieder arbeiten sich männliche Maler an ihr ab. Zeigen sie schön, vollbusig und den Tod bringend. Besonders die biblische Figur der Salome wird immer wieder als Femme Fatale interpretiert. Die Femme Fatale ist ein historischer Mythos, eine Kunstfigur, eine männliche Fantasie. Bis Frauen ihren Platz in der Welt der Kunst einfordern. Selbst entscheiden, wie sie sich sehen wollen. Die Deutungshoheit über ihren Körper erobern. Der Dämonisierung weiblicher Erotik setzen Künstlerinnen ihr eigenes Selbstverständnis entgegen. Erkämpfen sich Freiheit und Gleichberechtigung. Ce sont des hommes qui ont regardé les femmes et qui les ont représentées et qui donc les ont mis aussi dans cette position de femme fatale. Ich kam aus der feministischen politischen Bewegung. Sowas wie die femme fatale, das war irrelevant oder wurde abgelehnt. Die Darstellung der Frau hat sich sehr geändert, aber sexistische Bilder gibt es nach wie vor. Es ist ein Thema, was nie an Brisanz verlieren wird. Es wird immer irgendwo aktuell bleiben. Auch wenn man sich natürlich die Frage stellen kann, gibt es etwas Femme Fatales heute noch? Die Hamburger Kunsthalle geht der Femme Fatale auf die Spur. Was macht diesen Mythos aus? Wie stellen Künstler verschiedener Epochen ihn dar? Wie hat er sich verändert? Und wie wurde er schließlich demontiert? '1863 malt Dante Gabriel Rossetti seine Helena, die schönste Frau der griechischen Mythologie, die der Sage nach eine ganze Generation von Männern ins Verderben stürzt. Prinz Paris raubt sie und flieht mit ihr in seine Heimat Troja. Ihr Mann schwört Rache. In der Kunstgeschichte gilt Rossettis Bild als eine der ersten Darstellungen einer Femme Fatale. Wenn man so möchte, war der Raub der Helena der Auslöser des Trojanischen Krieges. Und deswegen wird sie auch als fatale Frau gesehen. Das ist dann natürlich auch wieder eine sehr subjektive Auslegung des Mythos. Eigentlich bestimmen andere ihr Geschick und sie ist dem mehr oder weniger ausgeliefert. Aber das, was eben dann danach passierte, das führte dazu, dass man sie auch durchaus als eine klassische Femme Fatale dann eben auch behandelte in der Kunst. Und so eine Ambivalenz auch in ihre Darstellungen legte, so ein ätherisches Äußeres, was teilweise auch so ein bisschen unschuldig wirkt und dann die Energie, die sich in bestimmten Details entlädt, wo man dann so einen Eindruck bekommt, was dann passiert oder für was sie steht, für das ganze Unglück, was sie quasi mit auslöste. D'homme fatal, ça n'existe pas, voilà, donc c'est que les femmes qui pourraient être fatales. Et donc ça, c'est déjà une catégorie que l'on fait, et la seconde catégorie, c'est fatale. Donc fatale, il y a toujours une connotation de quelque chose qui va arriver, on va succomber, c'est quelque chose de fatal. Et il y a une connotation érotique, en fait, dans le fatal, de la sexualité, donc quelque chose qui serait une sexualité ou un érotisme tellement fort qu'on ne peut pas y résister. Den verhängnisvollen Mann. Den Begriff gibt es nicht, aber in Realität haben wir diesen Homme fatal, diesen verhängnisvollen Mann, der kriegsführend ist, der frauenfeindlich ist, der Machtmissbrauch tätigt und auch seinen Körper sehr präsentiert, auch durchaus seine Potenz, seine männliche Potenz zeigt, um der Frau zu gefallen. So wie im Werk des französischen Malers Gustave Moreau. Er zeigt den Mann häufig inmitten vieler nackter und williger Frauen. Aber man ahnt, dass die Situation fatale Folgen haben wird. 1853 greift Moreau mit dem Bild Les Filles de Thespius, die Sage des griechischen Königs Thespios, auf.
Er hat 50 Töchter. Nachdem der Halbgott Herakles zu seinem Schutze einen Löwen getötet hat, will Thespios ihn zum Vater seiner Enkelkinder machen. So schickt er ihm jeden Abend eine seiner Töchter. Herakles glaubt, immer dasselbe junge Mädchen vorzufinden und wird so Vater von 50 Söhnen. Il semble quand même que quand on voit la peinture de Gustave Moreau, qu'il représente des hommes ou des femmes, c'est quand même une réponse à une certaine inquiétude, sans doute l'inquiétude du temps. Une inquiétude peut-être personnelle, voilà. Et cette question de la femme fatale, ça n'est pas quelque chose qu'il invente, puisque toutes ces femmes fatales, que ce soit Leda, Salomé, évidemment, tant d'autres, c'est des femmes qui sont prises dans la mythologie ou dans la Bible. Mais je ne sais pas si lui-même, Moreau, aurait parlé de femme fatale. Pour lui, c'est plutôt l'enchanteresse. J'aurais plutôt envie de dire que pour lui, c'est la femme enchanteresse avec tout ce que ça peut avoir de bon et de maléfique. Gustave Moreau hat sein gesamtes Leben in Paris verbracht. Kaum ein anderer Maler seiner Zeit hat mehr Frauen auf die Leinwand gebracht als er. Sein altes Wohnhaus und sein altes Atelier sind heute ein Museum. In diesen Räumen entstehen seine Frauenfantasien. Moreau malt sie pedantisch genau und in allen Facetten. Er gilt als Vater des Symbolismus, einer Kunstrichtung, die traumartige und symbolträchtige Werke schafft. Moreau interessieren nicht reale Schicksale oder kalkulierbare Ereignisse, sondern Unergründliches. Mit seinem umfangreichen Werk gilt er als einer der größten Impulsgeber für die Malerei des 19. Jahrhunderts. Il est unique dans sa façon d'assembler différentes sources pour en créer une œuvre propre. Donc il va effectivement puiser à des sources bien connues, la Renaissance par exemple, l'Antiquité, mais il va y avoir une telle transformation que ça va être une œuvre autre. Seine geheimnisvollen Werke erzählen vor allem von Empfindungen, von Ahnungen, von männlicher Erregung. Da ist Moreau natürlich ein ganz zentraler früher Symbolist, der unglaublich viele Frauengestalten, die als fatal gelten, eben auch ins Bild gesetzt hat. Da kommen diverse orientalisierende Stränge noch mit hinzu. Es gibt diese berühmten Salome-Kompositionen, wo er auch wirklich etwas völlig Neues geschaffen hat, etwas Visionäres, wo man auch sagen kann, das ist so kompositorisch vorher auch noch gar nicht da gewesen. Einerseits die tanzende Salome, die dann eben auch später teilweise in den Bildern des Haupt Johannes des Täufers in den Händen halten wird. Und da taucht das abgeschlagene Haupt bereits vor ihr im Raum schwebend auf. Also eine Darstellung wie so eine Phantasmagorie. Und man kann natürlich auch nachvollziehen, weshalb ein Moreau dann eben auch auf die nachfolgenden Generationen so stark gewirkt hat. Der Legende nach verführt Salome den jüdischen König Herodes mit einem hocherotischen Tanz. Herodes wird so stark erregt, dass er ihr jeden Wunsch erfüllen möchte. Sie wünscht sich den Tod von Johannes dem Täufer. Moreau malt Salome mehrfach. In seiner Darstellung bleibt sie noch geheimnisvoll. Zwar betörend, aber gleichzeitig mit einer gewissen Unschuld. Das gilt für viele seiner Frauenfiguren. Und dennoch haben sie oft etwas in ihrem Blick, was einschüchternd wirkt. Etwas
Todbringendes. Diesen Aspekt arbeitet Moreau in späteren Bildern immer deutlicher heraus. Moreau ist natürlich ganz, ganz wichtig für das Femme Fatale-Bild und das ist ja quasi auch zeitgleich, wie die Tendenzen dann eben auch in England bei den Präraphaeliten vonstatten gehen. Die Präraphaeliten sind fasziniert von der italienischen Malerei des späten Mittelalters, ihre leuchtenden Farben. Sie stellen die Natur im Hintergrund mit derselben Detailgenauigkeit dar, wie die zentralen Figuren ihrer Bilder. Die Frauen haben wilde Mähnen, wächserne Haut und blutleere Gesichter. William Waterhouse malt sie vor allem als Nymphen und Nixen. Wasser wird mit Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht. Das Meer ist ein Symbol für Liebe und Leidenschaft. Waterhouse erfüllt dem Mann seine intimsten Wünsche. Aber gleichzeitig bringen sie ihm den Tod. In Hylas und die Nymphen von 1896 bezirzen 7 barbusige porzellanweiße Wesen den wehrlosen Jüngling. Was daran femme fatale ist, kann man relativ leicht sagen. Hylas war auf Wassersuche, er war mit den Argonauten unterwegs. Dann legten sie an einer Insel an, er wurde rausgeschickt, quasi jetzt nach einer Quelle zu suchen. Sie brauchten wieder Trinkwasser, fand dann eine Quelle und wurde dann dort von den Nymphen bezirzt. Und sie haben ihn dann eben auch ins Wasser gezogen und er fand dann dort eben auch sein Ende. Also durchaus ein Tod, der von diesen Quellnymphen herbeigeführt wurde und von Waterhouse auch dementsprechend behandelt. Es ist eine zarte Erotisierung, man sieht diese Frauen quasi bis zur Brust, man sieht ihren nackten Oberkörper, der Rest bleibt unter der Wasserfläche dann eben auch verborgen. Der Begriff femme fatale entsteht ja Ende des 19. Jahrhunderts, auch das nennt man ja auch fin de siècle oder die Zeit der Décadence. Und das war eine Zeit der Krise. Und eine starke Industrialisierung und auch weg von der Natur, also weg, Entfremdung von der Natur. Und man hat auch die Natur woanders gesucht und die fand man vermeintlich halt bei der Frau. Natur bringt Leben hervor, die Frau bringt Leben hervor, aber es war zugleich auch der Beginn einer Frauenbewegung. Denken wir nur an die Suffragetten, die auf einmal gesagt haben, wir wollen mitbestimmen politisch und das Wahlrecht haben. Und das war halt auch eine Dämonisierung der Frau, weil es war ein Schreckensbild, diese aufkommende Emanzipation der Frau. Vor allem in den USA und England gehen Frauen auf die Straße, kämpfen für ihre politischen und bürgerlichen Rechte. Aber auch in Frankreich, Deutschland und weiteren europäischen Ländern gewinnt die Frauenrechtsbewegung an Bedeutung. Arbeiten, wählen, mitbestimmen – das sind ihre wichtigsten Ziele. Von den Kunstakademien bleiben Frauen zwar weiterhin nahezu ausgeschlossen, doch die Emanzipationsbewegung Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts verändert weltweit das Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Auch in der Malerei. Ganz wichtig ist natürlich, dass sich die Rolle der Frau maßgeblich in der Kunst verändert. Das heißt, den Frauen wird aus dieser passiven Rolle sozusagen die Rolle der Dominanz zugestanden. Ja, diese Macht und die Stärke der Frauen gewinnt ein völlig anderes Niveau und findet neue Bilder. Die große Zeit der europäischen Symbolisten beginnt. Sie gehen noch einen Schritt weiter als ihr Vorbild Moreau und übertragen die gesellschaftliche Entwicklung, die sie als Bedrohung empfinden, in ihre Bilder. So wie der Münchner Maler Franz von Stuck, der hier lebte und arbeitete. Von all seinen Werken sind bis heute besonders seine Frauengestalten in Erinnerung geblieben.
An diesem Rückzugsort schafft Franz von Stuck einen neuen Typus der Femme Fatale. Offensiv, leidenschaftlich und selbstbewusst. Mit zwei Gemälden der Salome von 1906 sorgt er für Aufruhr. Seine Darstellung der Legende geht über das bisher Dagewesene hinaus. Er zeigt Salome, als man ihr den abgeschlagenen Kopf Johannes des Täufers auf einem Tablett präsentiert. Die junge Tänzerin gelangt daraufhin zu höchster Ekstase. Stuck reizt damit die Interpretation der Salome als femme fatale aus und verstärkt diese Wirkung durch eine raffinierte Verpackung. Stuck präsentiert dieses Bild auch mit einem Stück Bühne. Dieser Bühnenrahmen, den er dem Bild mitgibt, ist nicht zu unterschätzen. Und das Artifizielle, dieser Eindruck hier ist man in einer allumfassenden Kunstwelt. Man ist im Theater, man ist im Tanz, in der Musik, man ist in der Architektur. Der Rahmen ist ein Stück Innenarchitektur sozusagen. Man hat ein starkes Empfinden, dass man in einer Welt der Kunst sich befindet, einfach durch diese unglaublich prachtvolle Inszenierung, wie sie im Theater stattfindet. Das ist so das Zusammensein gleichsam von Erotik und Schrecken. Es ist natürlich auch gleichzeitig etwas, was schon fast blutdurchtränkt ist durch die Enthauptung des Täufers. Das ist immer wieder auch so dieses große Faszinosum des Schreckens, was mit diesem Thema auch in Verbindung gebracht wurde. Und es ist ja auch, kann man schon sagen, so um 1900 sicherlich so eines der prägenden Epochenthemen, dem sich unglaublich viele auch gewidmet haben, weil sie genau wussten, wenn sie so eine wegweisende, neue, avancierte Salome-Komposition vorlegen, dann haben sie auch die Möglichkeit, sich in der Kunstöffentlichkeit auch dementsprechend gut zu positionieren. Bereits 1893 sorgt Franz von Stucks Gemälde Die Sünde für einen Skandal und zieht damit ein großes Publikum an. Die Szene, die da gemeint ist, ist Adam und Eva unter dem Apfelbaum und im Baum die Schlange beim Sündenfall. Und was jetzt das Raffinierte an der Komposition von Stuck ist, dass er sozusagen ein Close-up macht. Und er blickt sozusagen in die Augen dieser Femme Fatale, der Schlange, schaut auf die Brüste und ist ganz nah dran. Also es geht einfach auch um das Thema Voyeurismus. Man kann schon sagen, eine sehr, sehr ikonische Bildfindung, die ganz präzise ein bestimmtes Bild, ein Projektionsbild einer Frau, einer fatalen Frau, einer energiegeladenen, boshaften, sündhaften Frau, die gleichzeitig ein immenses erotisches Potenzial hat, gemalt von einem Mann, also seine Projektion, seine Fantasie, auf diesem Geviert des Bildes eben auch umgesetzt. Also ich meine, das hat irgendwie schon auch, kann man schon sagen, eine Wahnsinnskraft. Und es ist, finde ich, auch immer noch nachvollziehbar, weshalb das damals die Gemüter auch so bewegt oder auch erregt hat. Man ist damals in diesen Ausstellungssaal gepilgert. Es war mucksmäuschenstill und man ist als Betrachter sozusagen hin und her gerissen zwischen dieser Lust am Schauen und andererseits der leichten Scheu, sich dem Motiv auch zu stellen. Und erst als die Leute dann rausgegangen sind, gab es den großen Rumor: Wie kann er nur, hast du das gesehen? Sexualität und Erotik. Immer wieder thematisiert Franz von Stuck sie in seinen Bildern. Er provoziert bewusst, und das weiß er. Seine Femme Fatale machen ihn schon zu Lebzeiten erfolgreich und berühmt. Ich glaube, dass es diese große Einsicht ist, dass es da eine Welt zu erkunden gibt, Erkundungen in den Tiefen der Seele und auch in den dunklen Facetten der Seele. Und dass es etwas in den Tiefen des Menschen gibt, was unausgesprochen ist in der Zeit. Ein Konflikt zwischen Mann und Frau, der immer eklatanter hervortritt.
Dunkle Facetten der Seele. Einerseits ein bürgerliches Leben, andererseits auch Tochter und Ehefrau malt von Stuck immer wieder. Seine Frau arbeitet später als Fotografin mit ihm zusammen. Er zeigt sie mit stolzem, klarem Blick. Mary von Stuck ist eine selbstbewusste Frau, die er achtet und würdigt. Doch in seiner Malerei träumt Franz von Stuck von einer anderen, der Femme Fatale. Stuck ist wirklich sehr fasziniert von Frauen. Und ich würde sagen, dass diese lebenslange Beschäftigung mit diesen ganz unterschiedlichen Aspekten des Wesens eine wirkliche Huldigung sind. Und für mich ist das Entscheidende wirklich die Stärke der Frauen, die Macht der Frauen. Die Macht der Frau und der Mann, der sich ihr ausliefert. Das ist es, wovon die Symbolisten träumen. Und weshalb sie immer wieder auf die Salome zurückgreifen. Der deutsche Maler Lovis Corinth zeigt seine Salome von 1900 provokant und unkonventionell. Die vollbusige Tochter der Herodias möchte dem abgeschlagenen Kopf Johannes des Täufers sogar noch die Augenlider schließen. Kunstkritiker interpretieren das Bild als Parodie des Lebens. Auch Lovis Corinth führt ein bürgerliches Leben mit Frau und Kindern. Er heiratet seine Schülerin Charlotte, die ihm auch Modell steht. Sie ist eine talentierte Malerin, doch sie verzichtet auf ihre eigene Karriere. Erst nach dem Tod ihres Mannes widmet sie sich wieder der Kunst und stellt im Ausland aus. Im Leben und Werk des belgischen Symbolisten Fernand Knapf spielt seine Schwester Marguerite eine zentrale Rolle. Er lebt mit ihr in einem Haus zusammen und malt sie immer wieder. Ein inzestuöses Verhältnis wird ihnen nachgesagt. Knapf schafft ganz neue, fatale Frauenbilder. Sein berühmtestes Gemälde Liebkosungen von 1896. Er porträtiert sich darin selbst als Ödipus, seine Schwester als mörderische Sphinx und verführerische Femme Fatale im Körper eines Geparden. Knopf versteckt sexuelle Sehnsüchte in rätselhaften Details. So malt er sich als Ödipus metallische Brustwarzen. Immer wieder Salome, immer wieder Femme Fatale. So viele männliche Maler projizieren ihre versteckten Wünsche in diesen Mythos, werden durch sie berühmt. Grenzen gibt es kaum. Die Femme Fatale ist reizend, stolz und schön. Mörderisch, grausam und erhaben. Aber sie zahlt dafür einen hohen Preis. Bei der Femme Fatale kann man ja auch sagen, klar ist sie die Machtvolle und sie dominiert den Mann, aber das geschieht natürlich auf Kosten der Zurschaustellung ihres Körpers. Also das ist das, was auf der anderen Seite eben auch mit in die Waagschale von ihr quasi geworfen werden muss. Und da wird es dann natürlich schon auch irgendwo problematisch. Sie ist diesbezüglich natürlich auch nicht frei. Im wahren Leben emanzipieren sich Frauen in den 1920er Jahren allmählich. Sie kämpfen für Freiheit, Respekt und Gleichberechtigung. Ihr neu gefundenes Selbstverständnis bringen sie in allen Lebensbereichen zum Ausdruck. Sie wollen sich von Männern nicht mehr einengen lassen, weder im Alltag noch in der Kunst. 20er Jahre, 30er Jahre, da ist so die klassische Femme Fatale eigentlich auch schon tot. Die hat sich überlebt. Die anderen Frauen sind eher neue Frauen. Die haben das abgestreift. Die stehen für ein völlig anderes Frauenbild.
Doch die neue Freiheit währt nicht lange. Diktatur, Krieg und Wiederaufbau drängen Frauen zurück in alte Rollenmuster. Erst allmählich können sie sich Freiräume zurückerobern. A new movement for women's liberation is launched, and once again protesters take to the street to support their demands for total freedom, economically, politically, socially. Die neue Protestbewegung findet ihr Echo auch in der Kunst. Frauen wollen sich darstellen, wie sie sich sehen, und kein Sexobjekt für Männer mehr sein. Die Frauen haben den Spieß umgedreht. Ja, sie haben selbstbewusst sich als Subjekt dargestellt und haben aber auch darauf hingewiesen, wo die Grenze ist. Ja, wo die Grenze ist. Also so weit, also so diese Einschränkung, das war wirklich so ein Aufbruch, nicht mehr diese Einschränkung haben zu wollen. Und auch mit sehr viel Ironie und Frechheit haben die aufgetrumpft. Dans les années 70, les artistes féministes vont prendre à bras le corps leur représentation et vont tenter de dire leur propre regard sur leur sexualité, leur érotisme et dégager en fait le terrain pour que ces femmes fortes, puissantes puissent se dire sans être voilà, représentées et sous le regard avec toutes les codifications stéréotypées employées jusque-là plutôt par les artistes hommes. Als Künstlerin oder Künstler denkt man ja nicht, ich mache jetzt feministische Kunst, das denkt keiner. Ja. Also das ist einfach nur das Bedürfnis, das genau darzustellen, davon fasziniert zu sein oder interessiert. Ja, das. Und man, es war ja vor allen Dingen auch gefragt, ne? Also da was Neues zu machen, initiativ zu werden mit ganz neuen Geschichten. Ulrike Rosenbach ist eine der Vorkämpferinnen der feministischen Revolution in der Kunst. Geprägt durch mehrere Jahre in den USA, entscheidet sie sich gegen die Malerei und konzentriert sich auf Foto-, Video- und Performancekunst. Eines ihrer bekanntesten Werke von 1972 heißt Art is a Criminal Action. Wie bringt Frau die aggressive Vorherrschaft der Männer zur Strecke? Rosenbachs Antwort: Indem sie in die Rolle berühmter Männer schlüpft, die Waffe selbst in die Hand nimmt und aufs Publikum zielt. Art is a Criminal Action ist meine erste Fotoarbeit zu einem Thema, in dem ich die Männer zitiere. Aber das war jetzt keine Femme Fatale, die daneben Elvis steht in diesem Studiofoto, sondern das ist, sagen wir mal, auch das Outfit, was wir damals trugen. Das sind alles so Darstellungsformen, die weit außerhalb der männlichen Wunschwelt standen, wie man sich als Künstlerin darstellen sollte, nämlich möglichst bescheiden und zurückhaltend. In Arbeiten wie Female Energy oder Reflexion über die Geburt der Venus projiziert sich die Joseph-Beuys-Schülerin selbst in ihrer Kunst. Nach dem Motto, wir haben die Macht, uns so zu präsentieren, wie wir wollen. Der Mythos von Fatal ist ein Zeitphänomen. Und ich denke, dass in der Frauenbewegung in den 70er Jahren das wirklich obsolet ist. Es ist kein Thema mehr, überhaupt nicht bei den Künstlerinnen. Denen ging es um die Darstellung der weiblichen Sexualität als Subjekt und sie wollten nicht mehr nur als Objekt degradiert werden. À ce moment-là, il fallait pouvoir aussi être dans des terrains qui n'étaient pas des terrains utilisés par les hommes. Donc la vidéo, en France, ça arrive au début des années 70. Donc elles vont s'en emparer, c'est un terrain vierge. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de cadre. Donc elles peuvent y aller et elles vont vraiment être reconnues. La performance, de même, ça travaille avec le corps. Donc il y a quelque chose qui peut se dire et se faire qui ne se faisait pas jusque-là. Donc, pareil pour tout ce qui est de l'ordre du travail. Alors, la photo a une histoire, mais comme elles vont le mélanger avec d'autres aspects, ça devient aussi voilà, quelque chose d'un nouveau médium.
In diesem Video spielt die Belgierin Evelyne Axel mit ihrer Weiblichkeit. Sie ist eine der ersten Pop-Art-Künstlerinnen in Europa und kombiniert diese Kunstrichtung mit einem feministischen Ansatz. Im Video setzt sie ihren Körper bewusst ein, um männlichen Voyeurismus zu entlarven und zu ironisieren. Auf ihrem Bild Acceleration sind Frauenfüße in High Heels an den Pedalen eines Autos zu sehen. Ein Symbol für die lustvolle Beschleunigung der Frau. Alles schreit bei Axel nach Genuss und Freiheit. Was Männer können, können Frauen auch. In ihren Bildern zeigt sie die sexuelle Selbstermächtigung der Frau. Männer haben hier nichts zu sagen. Evelyne Axel stirbt jung. Dennoch schafft sie ein umfangreiches Werk in einer sonst mehrheitlich von Männern besetzten Kunstrichtung. Erfolgreich ist sie zu Lebzeiten nicht. Aber es geht den Künstlerinnen nicht nur um Erfolg. Es geht um eine Lebenshaltung. Eine durchgehende Lebenshaltung. Und das ist die, sich nicht anzupassen und sich deswegen auch ständig Feinde zu machen. Also jedenfalls in der Kunstwelt wurden die meisten dieser Künstlerinnen nicht akzeptiert. Die Frauen mussten ihre Ausstellungen selbst organisieren, ihre Zeitungen, ihre Magazine, ja, eigentlich alles. Und so richtig wahrgenommen wurden sie, glaube ich, in den 70er Jahren noch nicht. Eben weil es noch ein sehr männerorientierter Kunstbetrieb war. Es waren die Kuratoren Männer, es waren die Museumsdirektoren Männer, es waren die Galeristen Männer, es waren die Sammler Männer. Da haben die Frauen wenig Chance gehabt. Evelyne Axels Vorbild war ein Mann, der als einer der größten Sexisten der zeitgenössischen Kunst gilt. Der britische Pop-Art-Künstler Alan Jones. Auch bei ihm geht es seit über 50 Jahren nur um Frauen, auf der Leinwand und als Skulptur. In den 70er Jahren hat er Frauenfiguren zu Möbelstücken degradiert, sowie Headstand, Garderobenständer. Die Fiberglasskulptur hat er mittlerweile auch in einem Video animiert. I thought, well, I need to give the sculpture a function, so that it does not look like a window mannequin. And I had seen in some erotic comics for adults when I was in New York scenes of a figure on all fours acting as a table. And so we made a second sculpture as the table. And then, of course, I had to make one as a chair. Kaum ein Werk jener Zeit zeigt Frauen so deutlich zum Objekt degradiert wie die Möbelskulpturen von Jones. 1978 werfen Aktivisten in einer Ausstellung Stinkbomben nach ihnen. 8 Jahre später wird Cher mit einer Flüssigkeit attackiert. Aber Prominente wie Elton John, Roman Polanski und Gunther Sachs kaufen seine Skulpturen. Feministinnen gehen auf die Barrikaden. Eine Frau, die hat überhaupt keine Möglichkeit mehr, sich zu entfalten. Das ist natürlich eine völlige Reduktion auf das Objekthafte, auf das Ding. Es ist der Mensch oder die Frau als Ding. Gleichzeitig ist sie natürlich auch ausgestattet, um so fetischistische Männerfantasien auch noch zu bedienen. Das hat natürlich auch sehr stark was von SM und Bondage oder wie auch immer. Es ist viel Lack und Leder eben auch im Spiel, aber das ist heute, glaube ich, kaum noch anzuschauen. Das werden wir als brutal wahrnehmen. The idea was at the time when I was making it, that it was the most extreme statement I could think of making within the language of the art world at that time. Ähnlich wie die Symbolisten Ende des 19. Jahrhunderts
hat Jones den weiblichen Körper benutzt, um zu provozieren. Ein Ruf, den er seitdem nicht mehr losgeworden ist. Auch wenn er neben seinen Frauenskulpturen andere Objektkunst gemacht und viel gemalt hat. Fortan war er der Provokateur, der Fetischist, der Frauenfeind. Er selbst hingegen sieht sich eher als Feminist. When I read a list of definitions of feminism, I think I agree with that. You know, I mean, I didn't have a problem with the equality of the sexes, an equality of ambition, an equality of freedom. I've been surrounded with women all my life. I've had girls as children, and rather than boys by chance. And you know, it's not an issue for me. I can see that I produced a sculpture which was very convenient for, you know, making a black and white argument out of the feminist position. Seither hat er zahlreiche Kunstwerke geschaffen, auch seine Ehefrau gemalt. Und mit ihr die Salome neu und modern interpretiert. Heute ist Alan Jones 85 Jahre alt. Doch keines seiner anderen Werke wurde so erfolgreich wie Table und Chair, damals in den 1970er Jahren. Damals in den 1970er Jahren macht die feministische Bewegung nicht Halt. Immer mehr Frauen haben Zugang zu Bildung, fordern auch an den Kunstakademien Gleichberechtigung. Gabriele Schor hat in Wien eine Sammlung geschaffen mit dem Titel Feministische Avantgarde. Werke von Künstlerinnen, die sich mit der Darstellung der Frau befassen und die in den 1970er Jahren offensiv gegen ein frauenfeindliches Bild ankämpfen. Die Sammlung umfasst mehr als 700 Arbeiten von 76 Künstlerinnen. Zusammenzubringen Feminismus und Avantgarde, das war mir sehr wichtig, weil Avantgarde eben Avantgarde, also ja, Vorreiterrolle. Ja. Die Frauen haben eben damals in den 70er Jahren wirklich eine Vorreiterrolle eingenommen. Warum? Sie haben weltweit erstmals in der Geschichte der Kunst das Bild der Frau völlig neu aus der Perspektive der Frau geschaffen, in der bildenden Kunst. Und das ist, war eigentlich in der Kunst wirklich eine Revolution. Darum wird es auch oft genannt, the Feminist Revolution. Durch diesen genialen Trick von Gabriele Schor, diese Riesenausstellung feministische Avantgarde zu nennen, glauben Sie, da gab es ganz schöne Diskussionen unter Kunsthistorikern, Kritikern, ja, männlichen Kritikern, die zu dem Thema völlig anderer Meinung waren und sagen, sowas gibt es nicht, wie eine Avantgarde von Frauen. Die feministische Avantgarde hat die bis dahin vorherrschenden Frauenbilder in der Kunst dekonstruiert und vollkommen neu geschaffen. Nach Jahrhunderten männlicher Dominanz zeigen Künstlerinnen sich provokativ und radikal, oft auch ironisch. Die österreichische Künstlerin Birgit Jürgensen macht in ihren Werken keinen Hehl daraus, was sie von Männern hält. In ihren bissigen Bildern kritisiert sie den alltäglichen Schrecken vieler Frauen, eingesperrt im Käfig des Haushalts. In ihren Selbstporträts parodiert sie das gängige Klischee der Hausfrau, bieder und adrett, beim Kochen, Putzen oder Bügeln.
Sie macht die Küche zum Teil ihrer Kleidung und trägt damit eine festgelegte Rolle am Körper. Die Künstlerinnen der feministischen Avantgarde beziehen sich auch direkt auf Werke von männlichen Künstlern, wie zum Beispiel Alan Jones. Alan Jones, der hat die Frau also wirklich zum sexuellen Objekt degradiert. Und die Frauen haben darauf reagiert. Also zum Beispiel Florentina Bacosta hat mit einem anderen Kunstwerk darauf reagiert, in der Spiegelmethode. 1:1 gespiegelt und hat eine Klomuschel als Männerkopf gezeichnet und eine Frau sitzt drauf, um eben den Männern zu zeigen, hallo, was macht ihr da? Ja? Also einfach ein Bewusstsein zu generieren. Die österreichische Medienkünstlerin Walli Export gilt als Pionierin feministischer Aktionskunst. Bei ihrer Performance Genitalpanik in einem Münchner Kino bewegte sie sich mit einer im Schritt aufgeschnittenen Hose durch die Sitzreihen und erklärte dem Publikum, dass es das, was es sonst nur auf der Leinwand sieht, jetzt real vor Augen hat. In Tap- und Tastkino lässt sie Männer ihre nackten Brüste befühlen. Die Künstlerinnen der feministischen Avantgarde brechen mit allem, was vorher war. Nach dem Motto, schaut her, wir haben etwas zu sagen und lassen unseren Körper selbst sprechen. Zum Beispiel Penny Slinger, sie macht eine wunderbare Arbeit. Sie gibt ihren Körper in eine Hochzeitstorte, spreizt die Beine und über ihre Vulva gibt sie ein Auge. Und das Auge blickt den Betrachter an und diese Fotokollage heißt dann eben I see you. I see you. Also die weibliche Sexualität ist aktiv und bestimmt sich selbst und hat auch Lust daran, hat auch Freude daran und ist durchaus positiv zu bewerten. Ich glaube, es ist einfach ein Unterschied, ob man die Darstellung einer femme fatale meint, vielleicht tatsächlich als Bildmotiv, oder ob man natürlich die Haltung einer Künstlerin meint, wie sie vielleicht mit sich selbst umgegangen ist, wie sie sich sichtbar gemacht hat als Person und auch in ihren Werken. Und da denke ich, dass sicherlich Maria Lasnik jemand ist, der das immer reflektiert hat. Also nicht im Sinne von, ich bin jetzt irgendwie extrem auf femme fatale Idee ausgerichtet, aber zumindest die Idee der auf Augenhöhe, des Argumentierens auf Augenhöhe mit Künstlerkollegen. Die Malerin Maria Lasnik ist ähnlich wie die Künstlerinnen der feministischen Avantgarde erst spät bekannt geworden. Über 70 Jahre lang, bis zu ihrem Tod, zeigt sie ihren Körper nackt und ehrlich. Sie malt ihr inneres Körperdrama nieder, sieht ihren Körper als ein Gehäuse unter Druck und Spannung, den sie als Frau auszuhalten hat. Wir sehen einen Blick auf einen Körper, der vielleicht für einige provozierend sein mag, aber für mich ist er in erster Linie wirklich klar, schonungslos. Und was ich daran schön finde, ist, sie bleibt in jeder Situation die Herrin über ihr Bild. Sie entscheidet, wie sie sich darstellen möchte, in welcher Situation, in welcher Position, nackt, direkt, offen, zerbrechlich. Also das sind dann so Lesweisen, die wir natürlich wieder in der Auseinandersetzung mit dem Werk in unseren Köpfen dann formulieren. Lasnik malt nicht, was sie sieht, sondern was ihr Körper fühlt. So wie nach dem Tod ihrer Mutter in Selbstporträt mit Stab. Erschüttert, traurig, auf sich selbst zurückgeworfen, aber bereit, weiterzukämpfen.
Für Lasnik kommt es nicht darauf an, sich als schöne Frau zu zeigen. In ihren Selbstporträts entwickelt sie ein System von Farben, nennt sie Gedanken- und Geruchsfarben, Schmerz- und Qualfarben, Todes- und Krebsangstfarben. Ihr Werk ist eine klare Kritik an der idealisierten Darstellung von Frauen. Ihre Kritik an der idealisierten Darstellung beginnt sie schon 1945 mit ihrem Bild Selbstporträt expressiv. Noch mit ihrem allerletzten Werk von 2013, Selbstporträt mit Pinsel, reflektiert sie als 93-Jährige die prekäre Situation von Frauen innerhalb des Kunstbetriebs. Wenn Sie jetzt die Sachen von Lasnik anschauen und ihre Relevanz, die sie jetzt hat, die sie zu ihren Lebzeiten ja so gut wie gar nicht hatte, dann sehen wir, dass das Frauenbild realistischer geworden ist, dass nicht nur die schön gewachsene Aphrodite oder so mit speziellen Maßen, die für jedes Mannequin galten, gesehen wird, sondern dass die Frau mit Falten und schlechter Figur und was weiß ich gesehen wird, im Gegensatz zu dem, was gerade Usus in dem gesellschaftlichen Bild der jungen Frauen in Bezug auf Mode und Kosmetik ist. Das ist ja schon erstaunlich, was da an Diskrepanz herrscht. Die Wiener Malerin Regina Götz, eine Schülerin von Maria Lasnik. Auch sie thematisiert Körperwahrnehmung und Körperempfindung. Seit einer Kehlkopfoperation in jungen Jahren hat Regina Götz keine Stimme mehr. Sie beschäftigt sich auch mit der Femme Fatale in der Kunst. Für mich ist das eine selbstständige, selbstbewusste Frau, die um ihre Stärken weiß und diese auch einsetzt, um ihre Ziele zu erreichen. Doch diese Stärke liegt für Regina Götz nicht in der Schönheit eines verführerischen Körpers. Im Gegenteil, sie zeigt, wie fragil ein Frauenkörper sein kann. Aber das ist für sie kein Widerspruch, denn trotz aller Verwundbarkeit kämpft sie sich in ihren Werken von ihren Ängsten frei. ...1997 malt sie sich als Salome, mit mageren Brüsten und überhaupt nicht sexy. Die Salome ist ein Selbstporträt und ich male auch sonst nur Menschen, die ich kenne und zu denen ich eine persönliche Beziehung habe. Man kann sich also leicht denken, um was es hier geht. Und ich kann versichern, der Porträtierte hat diese Art der Darstellung durchaus verdient. Mit ihrer Salome hat die Künstlerin Regina Götz den Mythos der Femme Fatale der Männerwelt entrissen und aus weiblicher Perspektive neu interpretiert. Doch wie soll man mit den Bildern von damals heute umgehen? Kann man sie nach MeToo und Gender-Debatte überhaupt noch ausstellen? ...2018 wird das Gemälde Hylas und die Nymphen von William Waterhouse im Museum in Manchester vorübergehend abgehängt. Mit der Absicht, eine Debatte auszulösen, wie solche Bilder in der heutigen Zeit gezeigt werden können. Kann man solche Darstellungen der Frau in der Kunst als Zeugnis ihrer Epoche betrachten? Oder muss man die Kunstinteressierten von heute davor beschützen? Sie fragen hier eine Künstlerin, die im nächsten Jahr 80 wird.
Ja, also wenn Sie eine junge Künstlerin fragen würden, die hätte völlig andere Antworten, weil für die ist das, was jetzt unsere Gegebenheit ist, Gegenwärtigkeit, ist das, was sie sowieso lebt. Und sie findet diese Fragen irrelevant. Ich glaube, also, dass es eine unglaubliche Bereicherung ist, wenn man sich auf ein Kunstwerk einlässt und seine Wirkung im Hier und Jetzt zulässt, aber genauso auch sich auch einlässt auf die Konstellation, in der ein Werk entstanden ist. Und ich glaube, menschliches Denken, Entwicklung, Lernen aus der Vergangenheit kann nur so funktionieren. Stop.